Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Big Frank Gaming. Möge die Macht mit euch sein. Wir sind zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Wir erkunden die Waldanlage auf Kobo. Das wird wohl tatsächlich auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, das, was wir hier freigeschaltet haben, war nur eine Abkürzung. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber die Gegend sieht so aus, als wenn wir da schon gewesen wären. Hier haben wir eben Sturmtruppler kämpfen sehen. Die haben mich noch nicht entdeckt, aber die haben auf irgendeinen Spionagedruiden geballert. Halte die Augen offen. Der Jedi wurde in der Nähe gesehen. Sag das nicht. Ich bin nicht kampfbereit. Dann mach dich bereit. Dann mach dich bereit, genau. Ja, egal. Enden wir besser nicht wie der hier. Apropos nicht wie der da enden. Ich hab was vergessen. Ganz dringend. Einmal Lebensenergie und Stims auffüllen da hinten. Ei, 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 ei. Ja, auch solche Sachen passieren halt. Da bin ich schon am Regenerationspunkt und regeneriere nicht. Solltet ihr nicht vergessen, es ist schade, dass das nicht automatisch passiert an der Stelle. Gehen wir. Ach ja, auch die Gegner respawnen dann, stimmt. Na, lass die sich mal gegenseitig töten da. Die interessieren mich jetzt nicht mehr. So, laufen wir schnell hier rum. Dann wieder hier hoch, wo wir gerade eben waren. Los, kletter, kleines Äffchen. Oh, Bugs. Das fand ich jetzt gerade auch ein bisschen unrealistisch. Ein Laserschwert bleibt nicht stecken. Egal wie. Das steckt man nicht rein und es bleibt stecken. Ja, und das meinte ich eben mit einem Bug. Ich erlöse dich von deinem buggigen Leben. Du Buggler. Oh Gott, nein, der ist so flach. Oh, der mir gerade eingefallen ist, der ist so flach. Du Chewbacca. Oh. Gott, ist der schlecht. Hä? Was bringt mir das? Ah, so. Oh. Leute. Da muss man aber schon um die Ecke denken, ne? Wenn wir schon um die Ecke laufen müssen. Ob das so vielen Leuten gefallen wird? Echt teilweise doch ordentlich herausfordernd hier, wie wir hier springen und rennen müssen. Geh mal weg da. Dann tue ich dir auch nichts. So. Von denen kann man nie genug haben. Stimbehälter, genau. Kann ich einen Stim kriegen, Kumpel? So, hier komme ich erstmal nicht weiter hoch. Also geht's hier weiter, genau.
Und das ist auch schon der nächste. Es gibt nur die Macht. Meditationspunkt. Es gibt nur die Macht, ja, so ein Schwachsinn. Es gibt auch noch ganz viele andere Dinge, die macht nix. Die kann nix, die will nix. Ah, das sieht schon wieder beeindruckend aus hier. Ganz oben dran bin ich nicht gekommen. Okay. Was sind das für Geräusche? Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Guckt euch das an. Und das nur dafür, dass ich einmal kurz durchlaufe hier. Na gut, da hinten ist noch was zum Klettern. Da werde ich wahrscheinlich auch noch rum müssen später. Ich kann den Lift von hier nicht holen. Er geht auf jeden Fall ziemlich weit hoch. Okay, dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, an dem wir vermutlich krabbeln müssen hier. Ha, jetzt heißt es wieder drüber nachdenken. Wie komme ich weiter? Nein, auch nicht darüber. Okay. Das war es definitiv nicht. Ja, ja. Da geht es wahrscheinlich auch nur in den Tod. Da hinten blinkt irgendwas. Hier komme ich aber trotzdem nicht weiter. Naja, das ist mir schon klar. Hier vibriert's. Fahren wir nochmal zurück und gucken, ob es hier einen anderen Weg gibt. Aber es sieht nicht danach aus, ne? Als wenn es hier irgendwo anders lang geht. Aber aus der Perspektive nicht. Kann es eigentlich nur sein, dass ich da oben drauf hüpfen muss? Ja, das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Sieht aus wie eine Datendisk. Okay, was sagt mir das? Erkunde weiter in die Galaxis. Um diesen Schatz zu entdecken und herauszufinden, für wen er wertvoll ist. Okay. Aber das war zwar jetzt was Besonderes, aber da hinten ist auch nur so ein Energierelais. Da kann ich auch noch nichts mit anfangen. Im Aufzugsschacht hochklettern ist auch nicht, ne? Ne. Okay, da oben sind wir nicht weitergekommen, hier kommen wir nicht weiter. Was sagt mir das jetzt? Dass ich vielleicht mal auf die Karte gucken sollte. Vielleicht hilft die uns ja in irgendeiner Form. Ja, nein. Ich würde mal eher sagen, die hilft uns nicht wirklich weiter. Obwohl doch, das ist das Hauptziel. Bin das ich? Nee, das ist Gerücht. Was für ein Gerücht, erkunde die Kammer der Hohen Republik im Wald.
Tau konnte nicht aufhören, von einer Kammer der Hohen Republik zu sprechen. Sie bittet dich, sie an ihrer Stelle zu untersuchen. Und irgendwann besuche Domas Laden, ja. Kann doch nicht sein, dass ich hier überhaupt nicht weiterkomme. Ich bin doch garantiert wieder nur zu blöd, den richtigen Weg zu sehen. Ja, das ist natürlich eine sehr, ich sag mal, unproduktive Folge, nicht wahr, Freunde? Also. Das ist schon mal klar. Ich denke nicht, dass das einfach nur zur Ablenkung da war und hier jetzt noch irgendein anderer Weg ist. Ne, hier ist nur die Auffahrt. Wie so eine Lieferzufahrt, aber. Das würde ja auch nichts bringen, weil hier geht es ja auch nicht wirklich weiter. Oh Gott, guckt euch mal diese glitschigen Blätter da oben an. Oben rechts. Oh nee. Sowas regt mich jetzt echt auf. Also das finde ich jetzt optisch echt abartig irgendwo. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, ne? Aufzukriegen wir von hier nicht gerufen. Von hier hinten kommen wir garantiert auch nirgendwo hin. Ich hoffe nicht, dass es wieder so ein Mist wie eben. Ich probiere das jetzt einfach mal hier. Na, war klar, dass das nicht geht. Dass das nicht wieder so ein Mist ist wie eben, dass ich es einfach nur übersehe. Das zeigt ja eigentlich, dass ich irgendwas machen soll. Dass ich springen soll oder sonst was, aber. Ist ja immer so eine Art Hinweis, diese Platten auf dem Boden. Aber egal, was ich mache, hier komme ich ja nicht wieder. Eieieiei. Das kann doch einfach nur Deko sein, wovon ich ausgehe. Na, hier wiederholt sich ja auch vieles drin in der Kammer. Sie scheint nicht für Dauerbesuch gedacht zu sein. Ich kann es im Moment echt nicht zuordnen. Das Wasser hat hier mit Sicherheit auch irgendeine Bedeutung, irgendeinen Grund. Gehen wir vorerst mal wieder zurück. Und gucken, wo es hier unten lang geht. Ach ja, das war ja diese Kiste hier, richtig. Dann gab es ja hier die Ecke. Basaltgraben. Ja, da ist doch auch noch was. Genau. Was meinst du, Kumpel? Machen wir einen kleinen Umweg? Das sieht doch aus wie die Jedi-Anlage. Willkommen, Jedi. Santari Cree. Oh, das sieht episch aus. Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. Eine Art Prüfungskammer, okay.
Okay, hier gibt's wieder eine Echo-Wahrnehmung. Wunderbar. Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist er den Aufwand wert. Welchen Wert diese Ruinen wohl haben mögen. Für die Jedi zumindest gewaltige. Würde ich mal glauben wollen. Da komme ich auf jeden Fall nicht runter. Mal sehen, ob ich das Ding von der anderen Seite einsammeln kann. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann den Hebel umlegen und die andere Seite aktivieren. Die Frage ist, was mir das bringt, die Seite zu aktivieren hier. Was bringt mir das? Ich verstehe. Okay, ich darf die Kugel nicht fallen lassen. Zumindest nicht lange. So, dann kann ich sie auch einfach zwischenzeitlich da einsetzen. Ich mir die andere Kugel. Geht doch, so schwer ist das Rätsel doch gar nicht. Beeil dich, ich muss die Kugel wieder aufnehmen. Kann ich das gar nicht? Oh Gott. Das ist ja dumm. Muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, das ist jetzt blöd gemacht, finde ich. Ich verstehe, sie respawnt da, wo sie das letzte Mal war. Da. Und das habe ich natürlich nicht gesehen. Okay. Merkt euch, dass die Kugel respawnt immer da, wo sie das letzte Mal auf dem Sockel gesessen hat. Gott. Ich hätte sie vermutlich auch von hier vom Sockel ziehen können. Naja, sei es drum. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht, nicht wahr? Ich hab's nur doch fast gedacht.
Da ist ein Sockel und ich brauche die Kugel von unten. Ja, Leute, euer Frankie ist manchmal nicht ganz so blöd, wie er aussieht. Das darf ich natürlich nur nicht runterfallen, sonst muss ich die Anlage verlassen. Eine Sackgasse? Was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. Wer sagt denn, dass es eine Sackgasse ist? Wir doch schon das Rätsels Lösung. Schauen wir erstmal, ob hier irgendwas ist. Naja, wo gehen wir jetzt zuerst lang, ne? Das da scheint auch nicht unwichtig zu sein, die Ecke. Wenn ich mir jetzt hier die Kugel hole, kann ich hier da hinten einsetzen? Ja, kann ich. Wunderbar. Neue Macht für den Jedi. Aber das hat wohl nichts mit der Hohen Republik zu tun, sondern eher mit den Jedi selbst. Schauen wir uns jetzt erstmal den Weg der Kammer an hier. Das ist nur eine Hinweisecke. Aber selbst für eine Hinweisecke ist das cool gemacht. Für alle, die jetzt denken, what the fuck ist eine Hinweisecke? So nenne ich die Sachen, wo ich im Prinzip direkt sehe, so ja, da geht's nicht weiter, aber das will uns die Nase lang machen, dass da was ist. So dass wir dann noch länger rätseln, wie wir da hinkommen können. Weil hierum geht's nämlich definitiv nicht dahin. Mein Padawan ist ungeduldig. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Natürlich ist es das. Auf jeden Fall die Machart des Spiels, da kann ich immer wieder nur drüber staunen. Ja, es gibt viele Stellen, an denen ich meckere, aber das ist schon echt beeindruckend. Noch eine Datendesk. Der ungeduldige Padawan. Was mag das bedeuten? Außer, dass ich das Rätsel nicht gelöst kriege, aber hier ist eins. Hier ist ein Hinweis. Rennen, springen gleich zwei. Verstehe ich nicht. Doppelsprung. Rennen, Doppelsprung, aber wo?
Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. So komme ich nämlich nicht. Hm. Die Frage ist ja auch, wo muss ich überhaupt hin? Solange ich nicht weiß, wo ich hin muss, bringt mir auch das Wissen über den Doppelsprung nichts. Okay, es war ein Versuch wert, dass vielleicht die Tür aufgeht, wenn ich dagegen springe. Ich hasse solche Rätsel, die mich dann einfach nur vom Spiel abhalten. Das war es definitiv nicht. Hier ging es wieder aus der Anlage raus. Und jetzt kriege ich natürlich das Problem, dass ich dann nicht mehr hochkomme. Oder? Ja, doch. Hier ankommen bringt mir jetzt auch nichts. Vor allem, weil ich dabei sterbe. Und hier respawne, was natürlich noch bescheidener ist. Naja, aber ich komme wieder hier hin, das ist gut. Frage ist, war es das vielleicht schon? Habe ich vielleicht schon alles gesehen? Aber ich kann noch nicht alles gesehen haben. Hm. Immerhin bekomme ich hier den Hinweis mit dem Doppelsprung. Aber was habe ich davon? Gar nichts. Die Frage ist, ist es das wert, sich damit jetzt noch lange aufzuhalten hier? Ich meine, die Folge lang werden wir es jetzt auf jeden Fall noch tun. Allzu lange dauert die Folge ja nicht mehr, aber ganz ehrlich, nee, das ist etwas frustrierend. Ich meine, ich mag gute Rätsel, aber das hier ist kein gutes Rätsel in meinen Augen. Aber ich habe was gesehen. Was bedeutet das?
dass ich hier hochkomme auf jeden Fall. Das geht tatsächlich auch. Das heißt, dass ich den da hinten gar nicht bräuchte. Den Energieknoten. Aber was bringt es mir, hier unten den Energieknoten zu aktivieren, der kaputt ist? Das wird doch garantiert nicht klappen. Das ist damit auch nicht gemeint. Aber da drunter ist was. Wenn ich das jetzt wegschiebe hier, bleibt die Kammer dann offen? Ja, die bleibt offen auf jeden Fall. Aber da kommen wir nie rein. Ach, das ist die, wo ich den... ja, das ist nichts Besonderes. Aber selbst wenn... wenn ich über das kaputte Ding drüber komme. Was durchaus nicht unmöglich ist. So nämlich. Was habe ich dann davon? Das ist die Frage. Ist denn hier oben irgendwas anders? Nein, davon ist ja auch nichts anders. Ha. Müssen die vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge gestellt sein, die Dinger? Dass ich jetzt von hier aus den echt komplizierten Weg nehmen müsste. Oder übersehe ich einfach gerade nur, dass hier eigentlich auch ein Weg sein sollte. Der als Abkürzung dienen kann. Geht der nämlich weg und der geht nämlich an. Okay. Ich verstehe. Aber macht das irgendeinen Sinn? Ich glaube nicht. Damit komme ich nur wieder raus. Ach, verdammt ich. Das ist schon echt nicht einfach gemacht hier. Aber ich komme trotzdem nicht weiter an der Stelle hier. Vor allem sehe ich nicht, wo es hier weitergehen sollte.
Da hinten ist nur der Ausgang. Hier ist noch eine Lücke. Ja gut, das ist aber nur die Lücke hier rüber, wo ich schon war. Eieieiei. Okay, ich würde sagen, wir erreichen gerade das Ende der Folge, unfreiwillig. Hier passiert irgendwas und ich habe keine Ahnung, was das gerade ist. Okay. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert. Bei dem Spiel und auch seit langem das erste Mal, dass die PlayStation 5 irgendwie abschmiert. Finde ich jetzt kein gutes Zeichen, aber ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Ja, so dass wir gucken können, was das Ganze hier ausgemacht hat. Und vor allem, ja, ich sag mal, wie es weitergeht. Ne? Ich denke, wir werden dieses Rätsel hinter uns lassen und uns wieder der normalen Story widmen. Gut, wenn ich den Weg denn finde. Ne? Alles klar, ich danke euch fürs Dabeisein. Am besten ihr abonniert den Kanal, dann seht ihr sofort, wenn die nächste Folge kommt. Und einen Daumen hoch wäre auch ganz cool von euch. Bis dann denn, euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao.